Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur 38. Folge von Kerbal Space Program Let's Play. Und ihr seht, wie ich gerade eine Rakete in den Himmel starte. Und unser heutiges Ziel ist es, ja, das war ein scharfer Schnitt. Unser heutiges Ziel ist Moho. Wir wollen dorthin fliegen, zum innersten Planeten unseres Sonnensystems, zumindest hier in Kerbal Space Program. Und ich habe schon einmal versucht. Das Let's Play ist nie rausgekommen, beziehungsweise der Versuch ist nie rausgekommen. Das war mir dann doch zu peinlich, beziehungsweise war ich dann so angenervt darüber, dass es nicht funktioniert hat. Und heute dachte ich mir so, ach, probierst du es mal so, einfach mal in deiner Let's Play oder in deiner normalen Welt, in der du immer spielst und misstreibst. Wenn du es schaffst, dann gut, kannst du es vielleicht veröffentlichen, nimmst es nebenbei auf, dann kannst du das verwenden und wenn es eben nicht klappt, dann tust du es halt nicht veröffentlichen. Ja, wir haben. Ja, es ist so ein Zwischending zwischen Erfolg und Misserfolg. Das werdet ihr dann aber auch gleich sehen, warum. Aber habe ich gerade einen folgenreichen Fehler gemacht. Ich hatte ja da einen Clampotron oder einen Docking Port, genau, ein Docking Port ist es eher, an meinen großen Tank drauf gehabt und im Falle dessen, dass er doch in den Raum gleitet, ohne irgendwie Rückkehr zur Erde, hätte ich da was dran docken können und den wieder zurück manövriert. Aber das, naja, ging leider nicht. So, und ja, ihr seht's ja, Moho hat einen, na gut, nicht sehr starken, aber dort trotzdem 7 Grad anderen Winkel, also 7 Grad Unterschied sind da zu unserer Umlaufbahn. Und deswegen muss man da immer ein bisschen rumspielen. Und ja, hier sind wir eigentlich in ziemlich späten Stadium eigentlich. Ich versuche gerade sozusagen dieses Teil, was ja eigentlich jetzt schon leer ist, ich habe das verbraucht, nämlich jetzt in Moho reinrammen zu lassen und so dass ich dann keinen Müll mehr habe. Und das vordere Modul hier, genau das da, was so schön rausgleitet, das wollte ich eigentlich wieder, also das habe ich jetzt nach oben gefahren und dann wollte ich es wieder ein Stück abbremsen, so dass ich dann doch an Moho vorbeigleite und nicht hineinfliege. Gut, das hätte ich hinterher auch noch korrigieren können, auch ziemlich spät, aber gut, ich wollte es mal testen. Es hat auch funktioniert, lief auch wunderbar. Nur bis auf den Fehler hier gerade, dass irgendwie alles durcheinander ging. Jetzt muss ich wieder ordentlich hinsetzen, die Richtung, ja. Und ja, ich kann euch schon von vornherein sagen, gerade eben auch erwähnt, es war ein Erfolg, es war weder Misserfolg noch Erfolg. Diese Rakete hier, ich sag's dann glaube ich auch noch hinterher, ich habe dann jetzt nachher nachträglich noch ein bisschen kommentiert live, aber ich sag's jetzt schon, mit dieser Rakete schafft man es nicht rüber bis nach Moho, zumindest nicht um Moho und erst recht nicht drauf, es sei denn man crasht rein, das ist natürlich immer möglich, es geht nicht drauf, also ist nicht möglich, leider. Da werde ich wohl noch was anderes machen müssen, aber wir nähern uns Moho. Und das ist hier immer so eine Sache. Ich habe den Winkel eigentlich so belassen und habe Moho eigentlich in seiner Bahn perfekt geschnitten, sagen wir mal so. Was heißt perfekt geschnitten? Aber ich habe gerade den Punkt erwischen können, der sozusagen, wo ich Moho kreuze und er auch sozusagen, wo unsere beiden Bahnen sich kreuzen. So. Und ihr seht, ich brauche ungefähr ja, 6000 Meter pro Quadratsekunde Sekunden an Delta V. Das ist einfach nur lächerlich viel, beziehungsweise ich wüsste nicht, wie ich das jetzt noch verringern könnte. Naja, ihr seht, Mo hat keine Atmosphäre, wir können die auch nicht nutzen, kein Aerobraking. Dementsprechend ist es auch ein bisschen schwerer, dort zu landen. Und mir fällt gerade ein, dass ich es eigentlich nie so richtig geschafft habe, auf Planeten zu landen, die keine Atmosphäre hatten. Also ich habe es eigentlich bis jetzt nur nach Eve geschafft, hat eine Atmosphäre, Duna hat eine Atmosphäre, zum Mond. Im Mond ist ja nicht allzu weit entfernt, deswegen kann ich da ziemlich viel nach oben schicken. Ups. Und hat zwar keine Atmosphäre, aber es lief ja ganz gut. Minmo ist ebenso, das ist auch ziemlich einfach dorthin zu kommen. Aber ich habe es. Lathe hat auch eine Atmosphäre, da habe ich es immer geschafft, aber die anderen Planeten, da habe ich nie hingekriegt. In den letzten Folgen war ja Yol Center, da wollte ich ja eigentlich alle Monde dort mal besuchen, ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Ich wüsste nicht, wie ich da auf diesem Planeten hätte landen können, beziehungsweise ob ich es geschafft hätte. Aber jetzt versuche ich halt die Geschwindigkeit ein bisschen zu drosseln, sodass ich dann auch um Moho orbiten
könnte oder kann. Ich war eigentlich erst ziemlich optimistisch, aber entweder die Engine war zu schwach, aber ich denke, wir haben definitiv zu wenig Treibstoff. Daran lag es nämlich. Und gut. Es sieht schon mal nicht schlecht aus. Wir haben ungefähr 2000 Meter pro Quadratsekunde gerade gut gemacht und haben eigentlich fast den ganzen Tank aufgebraucht. Also wird ein bisschen knapp. Was soll ich denn jetzt nur sagen? Gut, das Ding ist jetzt aus. Ich habe das Ding jetzt so positioniert, dass das Teil in Moho wieder reinfliegt. Kein Müll. Und jetzt natürlich noch ein bisschen wegzielen, damit ich vorbei und nicht reinfliege. Ach, da haben wir wieder unsere Periapsis. Und ja, versuchen jetzt ein bisschen abzubremsen, aber ihr seht, Treibstoff wird definitiv nicht reichen. Aber ich übergebe jetzt zur Live-Kommentierung. Ja, da haben wir es doch jetzt tatsächlich nach Moho geschafft. Ihr habt, denke ich mal, meine Kommentare vorher schon gehört. Die habe ich natürlich alle nachträglich aufgenommen. Denn ich habe eigentlich so gedacht, ach, probierst es heute mal nach Moho und nimmst es einfach nebenbei auf und mal sehen, wie das wird. Und naja, ich bin nicht so ganz zufrieden. Denn erstens mal habe ich kaum Treibstoff mehr und zweitens hätte ich schon lange keinen Treibstoff mehr gehabt. Ich wäre kläglich an dem lieben Planeten hier vorbeigeflogen. Deswegen musste ich den Infinite Fuel Cheat nutzen, sonst hätte ich das niemals geschafft. Das gebe ich auch ehrlich zu. Und ich möchte jetzt aber unbedingt landen auf dem Teil. Also, wenn ich schon mal so weit gekommen bin, dann möchte ich echt landen. So. Muss nicht allzu weit. Ich möchte es echt mal endlich schaffen. Denn ich bin schon so oft an dem, oder habe schon so oft versucht, hier vorbeizufliegen oder ranzufliegen, aber ich habe es nie geschafft. Nie geschafft. Und ja, da ist mir das jetzt eigentlich auch etwas egal, dass ich hier cheaten musste. So leid es mir auch tut, ich wollte eigentlich alles ohne Cheats machen. Aber ich möchte es mindestens einmal irgendwie mal geschafft haben und dann kann ich das nächste Mal das mal probieren. Also ich kann schon mal sagen, sozusagen die Rakete, die ich gebaut habe, die schafft es nicht nach Moho. Zumindest mit dem Treibstoff. Das wird nicht so klappen. Muss entweder hier mehr dran oder ein bisschen schlauer geplant werden, aber so, sonst geht das nämlich nicht. Ich bremse mal ein bisschen mehr ab. Bin mir nur zu schnell hier unterwegs. Ja, doch, so ist ganz gut. Das Kuriose ist ja, dass der Planet auch ziemlich groß ist. Ich war nämlich richtig erstaunt. Ich war, habt ihr gesehen, ungefähr, was sind es jetzt, 8 Kilometer? Ja, 8 Kilometer über den Erdboden. Und trotzdem, ja, das ist ein relativ großer Planet. Also, wie mir das mal so anschaue. Wo haben wir es denn? 250 Kilometer im Durchmesser, muss ich mir mal merken. Schaue ich dann mal nach. Zu Kerbin. Mache ich das jetzt? Ach, mache ich jetzt schnell, geht ja fix. Wo haben wir den Kerbin? Da ist Kerbin. Ja, doch ungefähr die Hälfte. Halb so groß wie Kerbin. Stellt euch das mal vor. Halb so groß. Ungefähr. Schon eine coole Sache und ich möchte jetzt auch hier drauf endlich landen. Aber gut, ich verspreche euch, dass die nächsten Videos jetzt ohne Cheats werden, aber oder gemacht werden, denn also ich gebe ehrlich zu, ich habe nirgendwo bis jetzt irgendwie gecheatet bei irgendwelchen Landungen. Es sei denn, ich habe irgendwas mal getestet oder so, dann habe ich natürlich diese Cheats genutzt. Sonst habe ich das eigentlich nie gemacht. Außer jetzt hier eben in diesem Fall. Aber das ist jetzt meines Erachtens auch ein Sonderfall. Denn wenn ich schon mal nach Moho schaffe, dann möchte ich auch hier drauf landen und jetzt da vorbei zu huschen. Ha, das ist mit. Ups, ups, ups. Ist mir jetzt auch zu schade, um ehrlich zu sein. So, sind wir da wunderbar gelandet. Und ja, das ist unser erstes Mal auf Moho. Auch mein erstes Mal. Mal sehen, wie die Sonne von hier aussieht. Naja, nicht wesentlich größer. Oh, Strom haben wir natürlich noch genug. Die Sonne ist ja nah dran. Wir haben ja jetzt eine. Oh, doch. Sun Exposure. Wenn es eins ist, ist es wirklich
sehr, also es ist gut, optimal. Über 1 ist es noch besser. Natürlich haben wir keinen Treibstoff mehr. Ich mache jetzt diesen Cheat wieder aus. Sonst vergesse ich den nämlich auszumachen. Wir haben natürlich keine Atmosphäre, das heißt, wir können keine atmosphärischen Tests machen. Das ist ein Gerät dafür. Wir haben, was haben wir denn? Eine Anziehungskraft von 25%, 27% unserer Erdanziehungskraft, also ungefähr ein Viertel. Das sind 2,64 Meter pro Quadratsekunde Temperatur und 0 Grad. Gut, relativ. Temperatur misst sich ja immer an der Menge der Teilchen, die eben an sozusagen an uns prallen, beziehungsweise ans Thermometer. Hier sind ja keine da, keine Atmosphäre, das heißt eigentlich keine Temperatur. Und natürlich Vakuum, das ist ja klar. An sich ist das eigentlich ein cooler Planet. Nur ich werde hier bestimmt nie wieder hinkommen. Ah, eigentlich schade, schade, schade. Ich habe eigentlich viel mehr jetzt damit erhofft, also dass ich jetzt mit Treibstoff dann das schaffe. Und ich habe wirklich genau geplant, ihr habt es ja jetzt im Video gesehen. Ich habe gerade so geschafft, Moho zu erwischen und dann habe ich noch immer wieder ein bisschen rumgeändert. Die Zwischenaufnahme, wo ich abbremse, sozusagen ziemlich stark. Da, also als ich dann zu Moho reingeflogen bin, die habe ich nicht aufgenommen, da eben das Cheat-Fenster auf war. War mir auch ein bisschen peinlich. Ich wollte das erst jetzt gar nicht mehr veröffentlichen, aber habe mir gedacht, ach schade um die Folge, kannst du es so machen, Autosaving. Und erklärst es einfach mal. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse, dass es jetzt so geendet ist, dass ich jetzt zwangsläufig cheaten musste. Aber ich hoffe, euch hat das trotzdem ein bisschen gefallen, dass ich jetzt endlich mal auf Moho gelandet bin. Moho ist eigentlich schon ein ziemlich interessanter Planet, der ist relativ flach. Hier oben ist eben auch dieses Loch. Und da könnte man mal irgendwann mal irgendwie mal hin. Die Frage ist nur wie, denn Moho, ihr habt es ja gesehen, ist stark exzentrisch. Also, was heißt exzentrisch, sondern der Winkel ist 7 Grad Unterschied im Vergleich zur Erde. Das heißt, entweder man entschwindet der Erde, wenn sie sich in Opposition befinden, die beiden Planeten, also sozusagen direkt nebeneinander. Dann könnte man nämlich den Winkel, denke ich mal, besser gesagt, wenn jetzt, wo haben wir denn hier den Schnittpunkt? Hier haben wir den Schnittpunkt. Wenn also jetzt Moho hier ist und Eve ebenso. Oder nicht Eve, sondern hier Kerbin. Wenn Kerbin hier ist, dann könnte man ja so starten, dass man gleich den Winkel behält. Dann müsste das eigentlich funktionieren. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Nur man müsste das mal schaffen. Und dann muss man der Richtung starten. Weil jetzt dann noch ein Winkel ändern, ist dann ex braucht extrem viel. Ich habe gesehen, Winkel schnell mal hier zu ändern, braucht 7000 Delta V. Ungefähr also 7000 Meter pro Quadratsekunde. Und das ist extrem viel. Also wir haben hier, ich weiß nicht wie viel, wir hatten hier 10.000 oder so hatten wir zusammen. Und das war, nee, nicht mal 10.000 vielleicht. Also muss ich jetzt echt schätzen, 6.000 oder so. Gibt es eigentlich Berechnungen, die man da machen kann? Bin ich eigentlich zu doof dafür oder zu faul, besser gesagt. Und das können wir auch machen. Bringt uns nichts. Bringt uns nur was im Karrieremodus. Die Folgen kommen natürlich auch wieder raus. Mache ich jetzt auch bald wieder. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Hani007. Ciao, ciao.